Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Imperium Galactic Survival. Da oben der glühende Planet, hier unten der glühende Fleischhammer. Guten Tag. Hallöchen. Schöne Einleitung, dankeschön. Sehr nett, sehr nett. Die Energie in unserer Hütte ist aus und es sieht so gefährlich aus, unser Raumschiff für den nächsten Ausflug in den Weltraum. Wahrscheinlich sieht es nur kurz so aus und wir werden wieder stranden, werden kurz weinen und uns dann darauf besinnen. Energiezellen sind drin. Moment, ich muss zuerst einsteigen, wa? Ja, steig zuerst ein. Geht los. Und bin drin. Strom ist an. Wie versprochen, ein Ausflug in den, ins Weltall. Drück mal V. Und scroll mal so ein bisschen raus. Ah. Etwa die dicke Bertha. Geht ab, oder? Der fliegt ganz schön schnell, kann das sein? Ja, drück drauf. Was hat er hier? Steht jetzt ja nicht da unten. Steht. Doch, nee, 39,8, so wie sonst. Im Übrigen haben wir das zweite Cockpit drin. Ich kann mich aber trotzdem nicht mit Alt umgucken. Auch nicht beim zweiten Cockpit. Also es hat nichts mit dem Beifahrer-Cockpit zu tun, sondern anscheinend darf der Beifahrer sich irgendwie nicht umgucken. Wir fliegen wohin, Omikron? Wir fliegen... Omikron kennen wir ja eigentlich schon. Waren wir beide schon mal auf dem Lama-Planeten? Ja, einmal, glaube ich. Ja, ja, waren wir. Aber jetzt geht es mir eigentlich darum, um effektiv Energie zu finden. Weil wenn du mal drauf guckst, haben wir gerade für 30 Minuten Energie mit einer vollen Ladung. Und auf Omikron wissen wir, dass wir effektiv auch Kram finden, ne? Ich wollte mal was ausprobieren. Noch nichts kaputt gegangen. Ja, Alter, wie es im Cockpit aussieht. Okay, ich gehe mal rein, mal gucken, ob das... Wow, das ist aber laut, innen drin. Ja, das sieht so geil aus. Achtung, jetzt mag mal die Dings. Boom! Da ist was kaputt gegangen. Ist die hinter uns eingeschlagen? Es ist irgendwas kaputt gegangen. Ich kann. Warte, schau mal. Ich bin da. Alles gut. Du hast nach oben geguckt? Ich hab nach oben geguckt. Ja, weil ich bin nach oben geflogen, weil ich nicht wollte, dass die Rakete in uns eindringt. Ist denn was kaputt gegangen gerade? Nee, sieht nicht so aus. Hat irgendwie so einen Knall getan eben. Das stimmt. Ist aber alles noch ganz. Es sind doch keine Dellen drin, so wie es aussieht. Mhm. Gut, der Ene. Können wir vielleicht dann doch die Gatling nehmen? Na klar. Aber Freund, wir holen uns bald die Türme. Okay, das zeige ich dir gleich. Wie das. Die auf unserem Planeten meinst du? Ja. Absolut. Ja, guck mal. Weißt du denn der Folge? Weiß ich noch nicht. Ja, wir. Genau. Boah, Eintrittsphase. Das sieht so cool aus. Die haben sie ein bisschen verbessert. Für mich war das nicht so ruckelig wie sonst. Wasser sieht aus wie Bienenwaben. Oh, links, dreh ab. Ja, was ist das? Fleischhammer, Ressource. Lagerstätte Neodym. Okay, brauchen wir nicht unbedingt. Aber was ist denn das? Keine Ahnung. Ist doch komisch. Willst du nicht auch? Vielleicht ist das der Pol? Nee, der Pol ist immer noch da. Hm. Weiß ich nicht. Bisschen hoch, oder? Ja. Aha, Kupfer. Die Harley-Davidson-Monster gibt's noch. Sehr schön. Kupfer, nee, Kupfer ist nicht wichtig. Nee, Kupfer haben wir bei uns auch noch. Wir brauchen Polizium. Oh, ja, gut. Vor uns. Das ist, glaube ich, das Dings. Was ist vor uns? Das Raumschiff, kannst du dich erinnern? Da müssten wir in der Nähe von der. Vielleicht sollten wir das erstmal leer machen. Aber das sind Gegner. Ja, eben, ist doch alle da. Aber nicht erstmal Treibstoff holen? Na gut, wenn wir abgeschossen werden, ist die Scheiße auch egal, ne? Ja, dann können wir ja immer noch hinlaufen. Aber wollen wir nicht hinlaufen? Das hier abstellen und hinlaufen? Ach, nein? Quatsch. Die Gegner sind doch sowieso vor uns. Ich höre hier die ganzen Magnesium-Dinger. Magnesium, diese ganzen Harley-Davidson-Monster. Das ist das Raumschiff und praktisch geradeaus. Oh, die Sonne geht auf. Ist das nicht herrlich? Oh, direkt auf uns, ja. Man sieht halt nicht viel. Flieg mal vorbei erstmal. Hä? Wo sind die? Tja, keine Ahnung. Das hat jemand gesagt, dass seit dem letzten Update keine Dings mehr da sind. Okay, lande, ja. Seit dem letzten Update sind keine Drohnen mehr da.
Schwierig, echt? Hm. Aber wir hatten noch in der letzten Aufnahmesession hatten wir noch was. Eine am Anfang, vielleicht war die schon vorgespawnt. Eine? Ich weiß wir hatten nicht. Mehrere. Okay. Okay. Ja. Nein! Oh. Schau, Helm aufsetzen, Helm aufsetzen. Schwierig. Naja, das kann ja mal passieren. Total vergessen. Jetpack. Ach, weißt du, was kaputt gegangen ist? Was denn? Die ist denn? Die Kanone selber. Die ist weg, ja. Ich hab mal eine bei, witzigerweise. Nee, wollen wir nicht. Aber er konnte danach noch schießen, das ist ja komisch. Ja, es war Phantomschmerzen. Oh, es hat sich aufgelöst. Gut, hier ist auch in dem... Im Sand? Im Sand soll was sein, ja. Hier ist noch ein Chor, das ist gut. Was, hier jetzt runter? Hier, nee, hier nicht, nee, hier drin, hier drin, hier drin. Das ist aber auch neu, der Eingang, oder? Ich kann mich nicht erinnern, dass es durch solche Fenster ging. Doch, doch, ging es. Ich glaube, hier drin müssen wir mal eben mal suchen. Echt? Am Rand oder wo? Ja, ja. Also haben ganz viele geschrieben, dass hier, was drin ist. Also wäre jetzt doof, wenn wir einfach stehen lassen, wenn wir dann schon mal hier sind. Kostet natürlich Energy hier, aber... Mhm. Ich glaube, ich habe hier so einen Gang gefunden oder so. Was? Ich habe einen Gang gefunden. Komm mal. Nachladen. Mhm. Ich bin ja immer noch für den Superbohrer 2000. Ja. Irgendwie ein lila Strahl, ne? Was ja, hätt, so. So was hättest du gerne. Ja, es war Spaß. Ja, wie halt in Starfort. Ja, genau. Aber irgendwann kannst du doch nicht mehr kontrollieren, weißt du? Aus großer Macht folgt große Verantwortung. Absolut. Wie oft ich das in letzter Zeit sage. Hier geht's ganz schön runter. Ja, cool. Da sind wir wahrscheinlich genau richtig. Das wäre auch so, so geil, wenn du das Ding wieder flott machen könntest. Ja, du kannst ja mit den Dingern nicht landen und nicht fliegen. Ja, ja, also, genau. Aber es hier ist der Boden. Hier ist ein Container, rechts von mir. Ja, cool. Ja, rechts von mir auch. Links von mir. Ja, ein paar Bauteile jetzt, aber sehr wenig. Also dafür verbrutzle ich jetzt nicht weiter. Oh, ich hab einen Raketenwerfer gefunden. Das ist schon mal schön. Aber das Ding jetzt ausbuddeln ist zu teuer, oder? Na, ich hab noch 5 Stück in der Tasche. Komm, lass uns noch... Ja. Gehen immer weiter. Okay, dann gehen wir das Ding nochmal durch. Das Raumschiff selber. Ja, aber das ist doch. Da brauchen wir ewig viel. Tja. Also wenn wir das jetzt alles abbauen wollen. Jetzt schwierig, ne? Also ich finde es halt schade, das jetzt zu verbrauchen. Ja, gut, meine, dann. Ja, es gibt welche, die im Sand eingebuddelt sind. Okay, haben wir. Hier bestimmt auch. Wahrscheinlich da hinten sogar. Findest du was? Nein, bis jetzt nicht. Wo der Boden ist. Oha. Alter, ist ja richtig viel hier. Sand. Schon zum Boden gekommen? Nee, nee. Also, ja, wahrscheinlich fast, aber. Lass uns die Container mitnehmen, die wir kennen, ne? Wo geht's denn hier raus?
Hier hinten. Da oben ging es raus. So, dann gehen wir hier hoch. Oh ja. Sehr gut. Wieder nur Bauteile. Na, erstmal den Strahler auf den Boden geworfen. Hier sind noch ein paar Sprouts. Bei mir auch, ja. Okay. Ach, hier ist ja der Fahrstuhl. Erze. Der geht ja nach oben und nach unten. Ich gehe jetzt in den hinteren Bereich des Schiffs. Ja. Bin quasi hinter dir. Geh links nach. Du, okay, dann gehe ich jetzt rechts. Hier geht's nur raus, ne? Ja. Mhm. Schade, ey. Das ist ja echt blöd, Mia. Wenn die Dinger jetzt fehlen, ey. Wie fehlen? Na, die Drohnen. Ja. Ja. Das wäre jetzt schwierig. Es hat irgendjemand gesagt, dass die Drohnen seit dem letzten Update fehlen würden. Das wäre jetzt unfassbar blöd. Unfucking fassbar blöd. Hm. Ja, sind ordentlich Erze drin. Ich habe auch Prometheum übrigens. 15 Erze. Ich meine, es ist jetzt nicht viel, aber. Ah. Was passiert? Nee, ich bin runtergefallen. Bin nur runtergefallen. Oh, Baulicht, Munition und ein Energietank. Hier alles mit transportieren. You do it. Ja. Gehe ich nochmal nach vorne durch. Ein Chor können wir abbauen, aber. Hier sind auch noch ein paar Erze. Habe ich jetzt halt auf den Boden geschmissen oder was? Shit, was ist das jetzt? Okay. Scheint es gewesen zu sein, wa? Ach, da oben ist es, okay. Ja, ich habe jetzt auch nochmal Promethium 37. Können wir gleich nochmal anwerfen. Ja. Oh, ich bin in einem Raum. Das ist krass. Ach, das war das eben. Ich bin in einem Raum. Wahnsinn, Minja, ist toll. Nee, das ist der. Ja gut, die eine komplette andere Seite hängt unter und drunter, ne? Also. Genau. Da ist schon wahrscheinlich noch ein bisschen was drin, aber. Rein theoretisch müsste jetzt, dann lässt das Raumschiff ist in diese Richtung, hinten war das der Startplanet. Das heißt, da hinten müsste Prometheum sein. Ich mach das ganze Material hier in den Crafter, ne? Genau. Ganzen Erze und so. Werf mal schon mal Energiezellen an. Ja, dann müsst ihr aber die Hütte hier Gas geben, nicht dieser Hütte. Das hätte ich nicht. Das ist eine Ruhe hier, der macht sowas nicht. Der macht keinen Scheiß. Ich habe gerade mein Abbautool weggeworfen und es ist. Ach, der liegt dazwischen. Ich hab's zwischen die Gatling geklemmt. Das lag gerade so. Klärt danach? Hä? Tee, Minias, Tee. Wieso komme ich nicht in das Raumschiff rein? Jetzt. Puh. Ich dachte, da wäre irgendwas kaputt. Mach mal an die Hütte, ja. Jetzt kannst du anmachen. Geht doch direkt die Musik an, gell? Wenn du die Energie ausmachst, ist da. Ah, ich kann nicht mehr sitzen. Ah, so. Ich hab zwei Chor gefunden, krass. Zwei tragbare Lichter. Gut. Gott, fliegen wir rüber, oder? In diese Richtung muss ja. Warte mal. Erstmal machen wir Kraftstoffzellen an. Danach machen wir Promethium. Machen wir mal ein Bild. Weißt du, wegen alter Bekannter und so. Ja, cool. Alter Bekannter mit einem neuen großen Bruder, neuen kleinen Bruder. Krass. Naja, es sieht halt krass aus, so in Schwarz, finde ich. Also. Naja, das sieht cool aus. Gut.
Dann lass uns mal rüberfliegen da Richtung See. Also wovon meinte ich die Startstation war, da, weil da war ja oben auf dem Berg. Also hier so rechts, meine ich, war ja Prometheum auf jeden Fall drin. Bist du drin? Im Raumschiff? Nee, gell? Nee. Dann, go. Bist du drin? Nee. Ah nee, ich muss ja erst. Ach, jetzt kannst du. Hä? Aus? Strom aus? Jetzt sag nicht, der Strom ist schon leer, ey. Wäre jetzt bitter. Sieht aber so aus. Ich hab noch dabei, gell? 16 Stück. Dude, ich hab noch 10 gecraftet hier schon. Okay, hast du an? Ja. Okay, warte. Gerade richtig, Junge, gerade richtig. Ich hab ja noch 16 Ersatz dabei, also ich bin unsere Ersatzbatterie. Ja, links, 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 links. Links? Nee. Prometheum ja, war. Doch. Nee, Dynium, okay. Ich glaube, es hat sich verändert. Auch der Planet hat sich doch verändert. Der Escape-Pod! Warte mal. Nee. Was? What? Halt, der Witzmonster. Aber dann flieg doch mal oben auf den Planeten, da war noch früher. Soll ich raus? Kannst du kurz drüber, ich will nur gucken, was hier. Da müsste der ganze Stuff drin sein, oder? Ja, ist alles genau das gleiche, ja. Ja, krass. Nehmen wir raus, oder? Das nehmen wir komplett. Selbstverständlich. Oder wir machen das fertig, das Ding hier. Das können wir nicht, ne? Nee, jetzt auf der Schnelle nicht, nee, aber. Okay, ich hab's gelootet, naja, dann. Können wir höchstens die wichtigen Dinge abbauen aus dem Ding, das Cockpit und so weiter. Oh, gute Idee, ja. Das machen wir. Weißt du? Hast du den Rest alles rausgenommen? Ja. Ja, unfassbar viel Material. Man muss ja aufpassen, dass sie. Die Harley Davidson Monster nicht kommen. Triebwerke ausbauen, Füße wegbauen. Wie so ein altes Auto, was ausgeschlachtet wird, was am Straßenrand genau, stand. Genau. Wir sind die Müllverwerter. Ich nehme mal vorne den Fuß weg. Mach ich schon. Okay. Sonst haben wir alles, oder? Ne, hier ist noch ein Dingsmodul drin. Da ist ja noch der Chor. Boah, der braucht aber lang. Ja, der braucht richtig lang. Das war's, oder? Das ist nur Metall. Das lohnt sich nicht. Richtig. Ausgeschlachtet? Jetzt dürfte hier auch nicht mehr Escape-Pod stehen. Steht ja auch nicht mehr. Hätte jetzt den Namen nicht verdient. Ja, wenn der Chor weg ist, ist es, glaube ich, sowieso vorbei. Hast du Sauerstoff? Ich habe ein bisschen Sauerstoff getankt, ja. Ja, dann hätte ich auch gern. Hast du noch? Ah, ich habe auch 5 Stück. Ich habe mal welche drin gemacht. Na? So, bin voll. Rein? Ja? Ja. Bin drin? Gut. Ich hab nur kurz mein. Oh, ich hab hier 300 Promethium-Pellets, Alter, jetzt gemacht. Nicht gemacht. Du bist gerade eingestiegen, kann das sein? Nee. Ich hab grad einen Screenshot hier von dem schicken Cockpit machen. Das sieht echt cool aus, wie ich finde. Okay. Kannst du mal aufhören? Hebt dir doch die Munition auf. Was willst du denn schon wieder mit Munition aufheben, hä? Wir sind OP, Mann. Keiner kann mir was. Lass uns lieber Dings finden. Bist du drin? Ich bin drin. Was wollen wir finden jetzt? Wir haben eigentlich Prometheum. So, wir haben eigentlich ganz schön viel davon. Prometheum? Ja, aber ihr müsst doch noch eine Quelle geben irgendwo. Ja, dann fliegen wir jetzt drauf zu. Ah ja, sehr gut. Was war das für ein. Das holen wir noch und dann hauen wir wieder ab. Gute Idee, Mias. Oder sind direkt unter uns. Ja. Ist der eine gerade Landefläche? Ach, da ist das okay. Doch das Licht vorne abgehauen? Ich sehe es zumindest nicht. Also gut, du wirst sehen, ja. Ich mach's jetzt aus, ne? Ja. Das Moped. Wobei, dann craftet er nicht. Sollte ich vielleicht wenigstens anlassen. Ah, hier ist Prometheum, sehr schön. Sehr schön. Ach, nicht mit einem Raketenwerfer, das wäre jetzt bitter für dich geworden.
Ich habe übrigens die Medikits und so weiter. Ja, die waren ja da drin, ne? Ihr Lieben, wenn wir hier das Prometheum abbauen sind, sind wir wieder auf einem guten Weg der Besserung, wie man so schön sagt. Ja. Zumindest so viel sammelst du ein? Ja. Dass wir wieder betriebsfähig sind. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Imperium Galactic Survival wieder. Das ist erstmal die letzte Folge, die wir in dieser Aufnahmesession aufnehmen. Dann ist es schon wieder spät geworden. Auch wenn es sehr viel Spaß macht, muss man ein Ende finden. Ja, schade. Schade. Muss man so sagen. Ja, muss man ja auch. Muss man ja. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall Energie. Für die nächsten Jahrhunderte. Also, bis zur nächsten Folge. Ich wünsche Spaß. Tschüss. Tschüss.